Digga, was geht? Wir sind Frankfurt Flughafen, Freunde. Wir fliegen jetzt nach Marbella. Zu Dorian Yates nicht. Oder nach Darmstadt zu Markus Rühl. Nach Darmstadt zu Markus Rühl. Spam die mal bitte zu an dieser Stelle. Was ich sagen wollte, Freunde, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Du musst ja was trinken, Alter. Ich habe gerade Cardio gemacht. Bin schon seit 1-2 Stunden hier, 16 Uhr irgendwas. Nee, vor 16 Uhr war ich schon hier, aber ich habe noch mein Video geschnitten. Du hast schon eingecheckt noch, oder? Ich habe auch schon eingecheckt. Okay, ja. Ich war auch schon oben im Zimmer. Dann habe ich kurz nachgeguckt, dann wollte ich in das alte Gym von Markus Rühl fahren, was er damals gegründet hat, weil die nicht ans Telefon gegangen sind, obwohl der Typ die ganze Zeit in der Theke stand. Habe ich dann so gesagt, kann ich ein Probetraining machen? Ich will nur eine halbe Stunde, drei, vier Stunden Cardio machen. Da sagt er, nö, aber du kannst eine Tageskarte holen, kostet 8 Euro und dann. Hatte ich gesagt, kann ich mit Karte zahlen? Sagt er, nö. Bin ich aber direkt raus. Habe ich gesagt, okay, dann tschüss. So. Und dann bin ich einfach zu meinem Clever Fit gegangen. Rotes Bändchen ist Clever Fit. Ja, und dann habe ich dort jetzt ein bisschen Cardio gemacht, weil wir sind jetzt beim Prep-Tag 5 angelangt. Wenn ihr das Video seht, ist schon Prep, keine Ahnung was. 100, Prep-Tag 120. Ja. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen nämlich jetzt zum Deutschland versus Schweiz Fußball spielen. Und du brauchst noch ein Trikot. Ich brauche noch ein Trikot. Weil damit kommst du nicht ins Stadion. Doch, und ich muss angemalt werden noch. Giuseppe Rolette, mei! Stell dir vor, du wärst guter Responder für deine Zusatzstoffe, dann wärst du da jetzt nicht mehr rausgekommen. Stell dir vor, ich wäre Neumonitorstoff. Ja. Also Freunde, ESN hat uns das Ganze hier auf jeden Fall ermöglicht. Danke mal auf jeden Fall an dieser Stelle an ESN und an euch, wenn ihr supporten wollt. Coach und ihr Kurt Arnold, ihr wisst Bescheid. Wir sind jetzt gleich im Stadion, mal schauen, was abgeht. Ich habe jetzt mein Trikot. Das sieht wunderschön aus. Ich habe jetzt mein größtes XL geholt, weil es nicht mehr anderes gab, außer XXL und XL. Also ich trage XXL und ist schon relativ eng. Stabil, ja? Ich glaube, sieht komisch aus mit Let's Breath. Aber siehst aus wie ein Rugby-Spieler. Siehst doch breit aus irgendwie in dem Trikot, was gar keinen Sinn macht. Ja, willkommen im Stadion. 27M. 3, 15, 16, 17 für René und mich. UEFA-Spiel geht los. 25. Spiel, glaube ich. Willkommen, everybody. René, du hast 4-1 getippt, ne? Ja. 3-1 oder 2-1. Ja. Und wir haben jetzt die 56. Minute. Hoffentlich hat der Trainer eine gute Taktik jetzt auf Lager. Und die Schweizer Pässe sind immer heute viel besser. Die Deutschen, meiner Meinung nach, die lassen den Ball nicht rollen. Die müssen wir den Ball rollen lassen, weil die bleiben die ganze Zeit stehen. Da kann sich wieder gut positionieren. Wieder mal mit Kamera da. Reinspaziert der. Und das hier, Freunde, das muss jetzt irgendwie essen. Falafelschwanz. Sagen wir mal Falafelschwanz. Die Nährwerte passen eigentlich fast mit dem überein, was ich zu mir nehmen sollte. Nur, dass die Proteins fehlen. Ich habe bei den Rest Days 75 Gramm Eiweiß. Und das ist Chicken fast ohne Geschmack, kann man ehrlich sagen. Einfach nur gekocht mit Wasser. Kein Salz, kein nichts. Was ich auf jeden Fall jetzt machen werde, Freunde, ist pennen. Und wir sehen uns morgen bei einer geilen Session im Gym, bis noch gut schlafen. Deswegen schnell essen, schnell schlafen. Spiel war sehr zufrieden stellen. Rückfahrt war Kurva. Cooles T-Shirt. Danke, dass wir den nächsten Tag genauso reinstarten. Guten Morgen, Freunde. Wir sind beim Frühstücksbuffet. Was esse ich hier eigentlich gerade alles? Ich esse hier ein bisschen Eier, Truthahn, große Wechselfrage. Ist es fettarm, ist es nicht fettarm? Ja, ist fettarm, top. Habe ich mir ein Müsli geholt. Ich habe hier sogar meine Waage beim Frühstück dabei, ist klar. Also solche Sachen sind jetzt nur noch zulässig, will ich jetzt überhaupt an dieser Stelle. Sonst bin ich immer so einer, okay, ich habe alles. Ich habe ein Airbnb, okay, ich habe Haferflocken schon dabei. Ich esse ba. Heute mal so ein Frühstück, ist nicht schlimm, kann passieren, ist okay. Hauptsache man hat eine Waage dabei für die richtigen Zahlen und dann passt. Ja, was für so mein Frühstück? Das ist doch voll in Ordnung, das Frühstück. Nicht für einen Bodybuilder. Warum das denn nicht? Ich bin ein Bodybuilder, der Wettkampfvorbereitung ist. Ich bin jetzt zwar erst Tag 7. Eben. Und keine Ahnung. Ah, jede Woche zählt. Aber was ist an dem Frühstück schlecht? Das Brot, Mix Toast, Müsli anstatt nur Haferflocken zum Beispiel. Oh, da ist bestimmt Schokolade drin, oder?
Nee, aber Rosinen, aber zum Glück ist ja... Ich glaube, bei so Müsli sind 22 Gramm Zucker pro 100. Bei denen glaube ich sogar 30. Naja, das ist in Ordnung. Das ist einfach nur Trockenkerne, Digga. Trockenkerne. Ich habe gestern Beine trainiert, glaube ich. Nee, vorgestern. Ich habe ganz sicher vorgestern Beine trainiert. Gestern war Rest Day. Und ich habe einen neuen Trainingsplan. Und davon handelt das Video auch. Ich habe nicht mehr gemacht als sonst. Ich habe andere Sachen gemacht. Oh, oh. Ihr könnt auf Instagram nachschauen, als Off-Feed-Reel habe ich das hochgeladen und auf TikTok. Leute, meine Beine tun auch übelst weh, ich komme auch kaum runter. Weißt du, was du zu den Jimmy noch sagen? Weiß ich nicht, ob du noch was dazu sagen möchtest. Nö, ich werde jetzt mit dem Booster ballern. Let's go. Wir knallen jetzt einen schönen Crank rein. Immer gut, immer wichtig. Ich war damals nicht so ein Fan von Crank. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil du noch bei Rocker warst? Habe ich jetzt meinen eigenen Auftritt versaut, weil ich nicht durchgegangen bin. Wir sind jetzt im richtigen Outfit-Gym gelandet. Herz und Seele auch hier alles reingesteckt. 40 Jahre lang macht der Inhaber Bodybuilding. Bin reingekommen, hab direkt dieses Gerät hier angelächelt. Das ist geil. Ich hab dieses Gerät noch nie so gesehen. Trizeps, Alter. Trizeps über Kopf, oder? Es sind Überzüge. Kamera hat Überzüge. Aber ich glaube, man macht so. Dann drückt einfach nur aus. Geil. Oh, schön. Ich habe, wie gesagt, einen neuen Trainingsplan und wir starten sogar mit Fleiß. Muss dann danach schon welche Fleiß-Variante mit am Kabel wahrscheinlich. Und hier ist er überhaupt, ne? Der hat hier so ganz alte, auch Schnellgeräte. Ich habe jetzt noch nicht alle Geräte angeguckt, aber hier von Medex ganz alte Dinger. Ich mache jetzt 3 Sätze Warm-up. 8 bis 10 Wiederholungen. Entspannt. 8 Reps in Reserve. Also gar nichts ins Muskelversagen, einfach nur ein bisschen aufwärmen, ein bisschen Blut reinbringen und dann geht's los. Das machen wir mit Kurzhanteln. Die Fleiß. Gerät dann schon. Hier, Schnellmaschine, Beinbeuger, Beinstrecker, absolutes krankes Ding. Was hat er hier? So, das Polster hier, wahrscheinlich für die Ellenbogen. Wofür könnte das sein? Ja, du kannst die Bank hier nochmal, kannst Schulterdrücken machen auf jeden Fall. Andruck- und Abdruckmaschine. Geil, geil, geil. Oh, ziemlich oldschool. Das erinnert mich jetzt gerade eben voll an Joe's. Ich will nachher ein Video machen. Das ist eine Beinpresse. Aber warum ist die so? Weiß ich nicht. Aber Joe's Daddy hat dann mal so ein Video davon gemacht und ich würde gerne einfach das Video nachmachen. Das ist eine Art, das ist so eine Pendelmäßig. Die drückst du dann aus und hier gehen die Gewichte nach oben. Hier schon mal dieser einbeinige Beinbeuger. Das ist sehr, sehr pervers schon mal. Oh, ich habe so Muskelkater. Ja, das ist dann, wenn du Hilfe brauchst, nach oben quasi, von unten nach oben, hängst du es quasi an, das hilft dir beim Widerstandsprofil nach oben hin. Auch mal gut, dass man so ein breites Polster hat, weil es gibt immer diese Dinger, liebe Fitnessstudio-Hersteller, wenn ihr das seht, macht bitte eine T-Bar mit einer breiten Brustauflage. Warum? Also dünn ist theoretisch besser, weil dann kann man mehr in den Stretch reingehen. Aber bei den meisten haben die doch dann ist die Ecke genauso der Plexus und dann musst du gar nicht mehr Boxtraining oder so eine Scheiße machen, wenn die ganze das Ding im Bauch, in der Bauchgrube hast. Wir starten, glaube ich, bei 50 Kilo rein. Das höchste der Gefühle war heute 60, aber... Was hat dein Coach gesagt, was du jetzt mit Maximalgewichten anfangen sollst? Ich soll einfach 2 Wiederholungen im Tank lassen. Aber gewichtsmäßig? Einfach machen. Versuchen wir stärker zu werden, ja. Einfach machen, versuchen stärker zu werden. Ja, wir starten mal rein. Schauen, ob ich die Wurstfinger bekomme wie Johannes. Ja, das kommt. Ich muss erstmal den Trainingsplan herausfinden, was ich machen kann. Ja. Ich habe, wie gesagt, schon lange keine Kurzhantel mehr gemacht. Schrägbank, weil ich einmal echt immer Schulterschmerzen hatte am Anfang. Das hatte ich 1-2 Mal gemacht und ich glaube, das war einfach, weil ich damals Schulterschmerzen, also schon länger her. Deswegen habe ich das niemals mit reingenommen, nur so als 2. oder 3. Übung höchstens. Also habe ich immer Schrägbank gemacht mit Langhantel, so gut gelaufen. Ich habe jetzt 90 Sekunden Pause und dann geht es direkt weiter. Ich habe jetzt einen 8-Wochen-Plan und ich befolge den. Und es geht darum, sich jetzt zu steigern. Dann werden vielleicht mal weniger Reps in Reserve sein, wie jetzt gerade eben. Dann ist es vielleicht nächste Woche
eine Wiederholung im Tank vielleicht. Und vielleicht zwei Wochen drauf drei Wiederholungen im Tank, weil wir da in Deload-Phase oder fünf Wiederholungen im Tank oder sowas, keine Ahnung. Also auf die Art, weiß ich mein. Und das ist O-Sein Trainingsplan? Nee. Und 8. Perfekt. Wir haben hier pro Seite 2 Seile. Das ist was ganz Besonderes. Ich glaube, du kannst, ja, entweder arbeitest du mit einem Stack wie hier. Oder halt mit 2. Kannst du Trizeps machen, Überkopf, beidarmig. So was ist auch kaum, Alter. Geil. Joseph, vielleicht hast du doch nicht alle Geräte am Start. Was du immer behauptest. Just bring that trophy home and kiss it. That's how you learn to be the greatest. I feel like I made it. I feel like I made it. I feel so special, like I made it. I feel good. I feel great. Feel like I made it. I feel like wieder seine Brust so wieder verkrampft. Weißt du, wo wir damals mit Heiko gedreht haben, wo ich so gesagt habe, oh, meine Brust verkrampft so. Schon wieder so. Normalerweise verkrampft sie jetzt nicht so, weil ich diese Übung immer am Ende mache, nicht immer so am Anfang. Weißt du, was cool ist? Man sieht in den ersten 2 Wochen von einer Diät schlechter aus als sonst. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir zeigen mich jedes Mal, wenn ich scheiße bin. Aber das finde ich gut, weil das ist das Endresultat krasser. Aber ich habe keine Lust, Rest zu machen, weißt du? Ich zeige auch jeden Tag. Ich habe keine Lust, Rest zu machen, aber ich brauche das eigentlich. Ich meine, jeder will einfach durchziehen und einfach durchballern, aber es bringt am Ende vom Tag halt nichts. Ich mache es einfach 130. Die 2,5 mache ich pro Seite jetzt mal rauf, links und rechts, und dann können wir danach auch noch 140 machen. Ich glaube, das Gewicht lasse ich. Ich versuche auch die 9 Wiederholungen aufrecht zu halten. Soll jetzt mal im Tank lassen. Ist ja nie so, schau mal. Dass meine Hand so lange weiß bleibt. Ja, Piridole, Oberkurve. So, Donny trainiert jetzt auch noch Schultern. Das ist auch jetzt so ein Trainingsband. Muss das Facepulls machen, also in die Fresse reinziehen quasi. Bildet in der Schulter. Ja, ganz anderer Trainingsband, das ist ganz cool. Ich hab mal so gefragt, hey, wär's mit einem eigenen Trainingsplan, einen neuen Trainingsplan, einfach mal neue Reize zu setzen und so. Bin gerne ein Typ, der mal den gleichen Film fährt, aber irgendwann reicht's. Irgendwann muss auch der verlorene Sohn... Der schmalste Bruder mal anfangen zu trainieren. Der schmalste Bruder und der verlorene Sohn von Arnold anfangen richtig zu trainieren. Warte, gib mal diesen Hocker daher. Zerbrechlich. Passt. Wir besprechen jetzt auf jeden Fall gleich mal meinen neuen Trainingsplan, der auf mich persönlich angepasst wurde, auf meine Schwächen und so weiter. Wir haben ja schon jetzt ein paar Übungen gemacht, aber jetzt machen wir noch zum Beispiel 2 Übungen Schulter. Und warum das so ist, erkläre ich gleich. Oh, Scheiße. Da haben wir 12. Jetzt habe ich irgendwann zu viel gemacht, Scheiße. Jetzt sind wir am Trainingsplan, Freunde. Wir haben 5 Trainingstage in der Woche. Wir haben heute Tag 1 quasi gestartet mit Brust und Schultern. Wir haben drei Aufwärmsätze, eine Übung mit Kurzhantelfleiß, dann 3 Übungen, insgesamt 10 Sätze nur. Aber jetzt auch nicht all out, weil wir halt 8 Wochen vorgeplant haben. Aber steht fucking heavy. Da steht fucking heavy, das war jetzt heute nicht fucking heavy, das war heute so, okay, hätte ich einen richtigen Griff machen können, hätte ich jetzt 20 Mal locker drücken können. Aber hast du dich ja nicht an den Plan angehalten, oder? Ging ja nicht. Wenn du Schmerzen hast, kannst du nicht. Hast du recht. Ach, dann haben wir am nächsten Tag Rücken. Wirklich nur Rückentag. Kein Bizeps, kein nichts. Warum? Komme ich noch gleich dazu. Ich habe wieder 3 Aufwärmsätze,
eine Übung. Und dann habe ich 5 Übungen und die gehen zwischen 2 bis 4 Sätze. Insgesamt Sätze haben wir 15 Sätze. 15 Sätze Rücken an diesem einen Tag. Aber das ist nur Rücken gewesen. Aber da wird auch schon der Bizeps eigentlich beansprucht bei dem Tag eigentlich, beim Rückentraining. Jetzt kommen wir dann zu den unteren Tagen. Ich habe einen einzelnen Beintag. Da habe ich 4 Übungen. Eine Aufwärmübung quasi. Warm-up steht da einfach, worauf ich Bock habe, irgendwas. Aber Hauptsache, ich mache davon ein paar Wiederholungen und 8 Reps in Reserve. Einfach ganz wichtig, 8 Reps in Reserve. Aber wir können das übertreiben quasi mit dem Warm-up. Wie Heiko komplett töten quasi. Dann haben wir hier 4 Übungen. Und das könnt ihr auch bei mir gerne auf Instagram sehen. Ich zeige es auch täglich, was ich trainiere und so weiter. Und das seht ihr ab dem Video, was ihr jetzt da seht. Einfach mal reinschauen. Ich glaube, Prep Tag 4 oder so. Dann haben wir einen nächsten Leg Day mit Schulter zusammen. Das heißt, ich trainiere an 2 verschiedenen Tagen Schulter. Ich habe 2 Aufwärmsätze, einmal für die Beine und einmal für die Schultern. Ich starte direkt mit Schultern rein, mache davon wirklich nur 2 Übungen. Einmal Kurzhantel, Real Delt Raises, also Kurzhantel, so reinknallen, zack. Und dann habe ich als nächste Übung Standing Dumbbell Lateral Raises, boom. Ich habe sogar jetzt auch Hip Thrust an dem einen Leg Day, ist ganz lustig. Also ich habe Deadlift mit, also Hamstrings quasi, Deadlift, so. Ich habe RDLs, dann habe ich Single Leg Curls, dann habe ich Leg Curls mit Kurzhanteln zwischen meinen Füßen und ich soll dabei auf dem Boden quasi liegen oder auf einer Box. Dann mache ich noch als letzte Übung Hip Thrust. Letzter Trainingstag ist nur Arm. Sind nur Arme. Und dann mache ich insgesamt 4, 8, 11, 14, 17, 21 Sätze Arm. 2-mal Beine in der Woche mit einmal Schulter, einmal nur Beine, einmal einen Armtag, einmal Rückentag einzeln und bei danach Brusttag. Hast du 2 Tage Restday oder fängt der Plan einfach wieder von vorne an? Der Plan fängt von vorne an, aber ich muss nochmal nach der Reihenfolge fragen. Entweder ich mache das jetzt genauso, aber meine Quads sind jetzt vorne ziemlich gefiegt von dem einen Leg Day. Das habe ich jetzt schon letztens gemacht. Und Restday entscheidest du dann selber? Ja. Wann und die Ambos? Ja. Ich will schon schwer trainieren, aber mache ich wieder Schulter drücken, weil ich sie lange nicht mehr gemacht habe. Das war einfach viel zu leicht. Es ist zwar cool, aber es ist auch irgendwie scheiße. Den Satz lasse ich jetzt nicht gelten. Es war kein Satz, ich hätte jetzt davon 20 machen können. Mal schauen, ob wir jetzt 5 Kilo Großunterschied machen pro Arm, pro Hand. Also zum Beispiel habe ich jetzt hier keine Handschmerzen. Was ich meine? Weil ich so wirklich so einen Druck aufbaue, wie Bank drücken will. In Bezug auf Cardio bei meinem Trainingsplan. Nur ein Rest ist wie gestern zum Beispiel. 30 bis 40 Minuten maximal. Wir wollen jetzt dieses YouTube-Video beenden an dieser Stelle. Du musst auch noch da drauf, oder? René und ich jetzt beenden jetzt das YouTube-Video an dieser Stelle, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Trainingsplan haben wir besprochen. Das ist was ganz anderes, noch Neues für mich. Ich mache jetzt viel weniger Volumen. Also heute ist der Brusttag. Für Brust hat sich nicht mal richtig für Brust angefühlt. Alles gut. Easy, alles gut. Ey, kannst du durchlaufen? Alles cool, Mann. Easy. Ja, also der Brusttag hat sich heute nicht mal wie ein Brusttag angefühlt. Das war eher so, nicht jetzt wie ein Warm-up, aber es war einfach so ein bisschen was machen. Normalerweise mache ich jetzt zum Beispiel noch Dips. Oder ich mache nochmal extra Flies. Eigentlich mache ich 6 Sätze Kurzhantel-Flies zum Beispiel. Ne? Okay, halt. Ciao. Nice story. Wir sehen uns. Wann drehen wir eigentlich nochmal? Mittwoch. Podcast. Ich bin vom 28. bis zum 30. weg. Okay. Leute, haut rein. Nicht vergessen, danke für euren Support. Code Johnny, Code Arnold. Ihr Buddy.
Ha ha ha!